Hallo, es ist jetzt 10 Uhr. Ich schlage vor, wir fangen an mit der Präsentation. Necat, ich mache jetzt meine Kamera an. Hallo. Hallo. So, erst nochmal vielen Dank für eure Teilnahme heute an unserem 3Design V10 Webinar. Wir werden jetzt so vorgehen. Zuerst werden wir ein bisschen die Neuheiten werde ich vorstellen auf einer Präsentation und dann Punkt für Punkt pro Neuheit springen wir dann zu 3Design und Nejat wird gleich die neuen Sachen und die Verbesserungen in V10 eben zeigen im Programm direkt. Wenn Sie Fragen haben, können Sie die gerne in die Fragebox reinschreiben und am Ende des Webinars lesen wir die dann gerne vor und versuchen die gleich zu beantworten. Wenn ein Problem ist mit dem Sound, dann sagen Sie jetzt Bescheid. Ich sehe, niemand hat geschrieben. Denke ich mal, alles ist gut mit dem Sound. Sie sehen unseren Bildschirm, das ist auch gut. Dann fangen wir doch gleich an. Also, der Inhalt unserer Präsentation geht natürlich ganz um 3Design V10 Neuheiten mit der Demonstration und Fragen und Antworten, wie gerade schon erklärt. Ja, wir stellen uns vor. Hallo, ich bin Julia Leroux, Verkaufsleitung von der Softwareabteilung CAD/CAM bei Gravotech und bin natürlich auch für 3Design zuständig für den Verkauf und Beratung und für Partnerbetreuung. Und Nejat, kannst du dich kurz vorstellen? Genau, ich bin Necdet Hayrezay, der Techniker. Ich führe auch noch die Schulung durch und den Support für Deutschland, Österreich, Schweiz und Liechtenstein. Genau, und Nejat hat auch viel eingewirkt bei den Testphasen und bei der Entwicklung von V10 und ja, ist ein wichtiges Glied in unserem Team. Danke. So, hier eine kleine Liste mit den, was gibt's Neues, den Neuheiten von 3Design V10. Es gibt viele neue Funktionen und neue Werkzeuge, die werden wir dann gleich nachher zeigen. Das Benutzererlebnis wurde auch verbessert für die einige Funktionen wurden daran gearbeitet, damit das eben flüssiger ist und auch schneller. Wir haben was ganz Neues, das heißt Superaktion. Das heißt, Sie können jetzt selber mit teilnehmen und 3Design so erstellen, wie Sie das möchten und selber mit in der Entwicklung teilnehmen. Und natürlich ganz, ganz wichtig, dass die Ausführungsgeschwindigkeit wurde von 3Design verbessert und es lässt sich schneller öffnen. Und wir haben was ganz Einzigartiges auf dem Markt entwickelt, das ist der 3D-Safe, um Ihre Kreationen zu beschützen. Hier sind die verschiedenen Punkte, die wir jetzt abarbeiten. Als erstes gehen wir gleich mal auf die Benutzererfahrung ein. Also 3Design ist bereits als attraktive Werkzeug bekannt, einfach und schnell zu bedienen. Unser Team von Benutzererfahrungsdesignern hat die Ästhetik und die Zugänglichkeit von 3Design weiterhin verbessert. Die Entwicklung von neuen Symbolen, Farben, visuellen 3D-Effekts, der Rahmen und die Suchwerkzeuge wurden mit der Kompatibilität mit großen Bildschirmen und drei Mäusen verbessert, um eben den 3Designern eine einzigartige Nutzung zu ermöglichen. Und jetzt möchten wir gerne die V10 entdecken und wie eben dazu ihr Schmuckdesign flüssigere, transparente und leistungsstärkere Erfahrung gemacht werden können. Nidjat, bitte fang an. Genau. So, hallo, ich freue mich, euch die V10 vorzustellen. Wir schauen uns gleich auch die Benutzererfahrung an. Folgendes, wir haben hier bei der Ansicht unter Parameter für 3D-Anzeige die Möglichkeit gegeben, dass der Kunde selbst, die Benutzer, die Materialien verändern können mit Spiegelung. Dann haben wir die Möglichkeit, von den Steinen die Belichtung sowie die Reflexion zu verändern. Genau, mein Favorit ist das hier.
Und dann haben wir die Verbesserung auch noch festgelegt unter Extras, Optionen. Können wir unter Anzeige unsere Größe der Icons, unsere Werkzeuge selber definieren. Das heißt, je nach Bildschirmgröße oder Auflösung können wir die Icons, die Größe anpassen, sowie auch die Größe der Texte. Außerdem haben wir unter dem Zeichenbereich durch die Benutzererfahrung von unseren Kunden die Möglichkeit gegeben, dass wir die Punkte selber definieren können in Größen sowie auch die Kurven. Dasselbe haben wir auch im 3D-Shaper durchgeführt. Auch hier haben wir die Möglichkeit, die Punkte selber zu definieren, wie groß sowie auch die Kanten. Das zu der Benutzererfahrung und wir springen zu dem nächsten Punkt. Genau, neue Funktionen. Wir stellen euch heute die neuen Funktionen vor, die Ihnen ermöglichen, Ihre Kreation noch zu erweitern. Die V10 ist so konzipiert, dass sie sich perfekt im Alltag des Goldschmieds integrieren lässt und hiermit können Sie entdecken und die Vorteile nutzen der einzelnen neuen Funktionen. Necdet, bitte. Wir haben viele neue Funktionen. Ich werde jetzt einige davon zeigen. Wir beginnen auch gleich hier rechts unter Werkzeug, Werkzeug für Körperobjekte-Module. Wir haben hier weitere Vollkörper hinzugefügt. Einmal die Pyramide, die wir hier definieren können, mit wie viel Facetten. Sowie auch die Größe, die wir hier definieren können und skalieren können. Wir könnten außerdem damit auch noch die Anzahl der Kopien festlegen, falls man einen besonderen Ring erstellen möchte. Die nächste Funktion ist unter Vollkörper, die wir hinzugefügt haben, leere Kugel, weil die Anfrage so groß war, eine einfache Kugel, die mit einer bestimmten Wandstärke definiert wird, hier bei mir zum Beispiel 2 mm und den Durchmesser, den wir definieren können, zu erstellen. Ich zeige es euch einmal in die Hälfte, damit wir auch sehen, ob sie auch wirklich leer ist. Zu den nächsten Funktionen springen wir in den Schmuckbereich, wo sich vieles verändert hat, wo wir vieles angepasst haben. Hier als Beispiel einer meiner Favoriten, Hochzeitsband, weil die Anfrage so groß ist, wollten wir eine Funktion erstellen, wo uns so einfach wie möglich einen Weddingring, also einen Hochzeitring zu erstellen. Wir zum Beispiel definieren wir hier gleich die Nummer 2. Mit einer Bombierung, Innenbombierung und schon hätten wir unseren Weddingring fertig. Also er wird auch automatisch angepasst. Wir brauchen nichts nachzuberechnen und die Ringgröße können wir verändern, sowie auch die Breite. Oder auch, wenn man jetzt einen eigenen Form hat, kann man die auch hier festlegen. Das zu unserem Weddingring, sehr einfach und sehr schnell. Dann zu unserer nächsten Funktion, das ist die Palmettring, einer meiner Lieblingsfunktionen. Da es in Vergangenheit schwierig war, das hier zu zeichnen, damit es symmetrisch und noch parametrisch funktioniert und wir es verändern können. Was können wir damit anfangen? Wir haben die Möglichkeit, hier die Kurve auszuwählen und eine Form zu vergeben. Einen Querschnitt. Hier in Bibliothek wähle ich einen aus. Das hier als Beispiel kann hier noch die Breite definieren. Die bestehenden Benutzer wissen aktuell, was ich mache. Die neuen Kunden, die werden das alles in einer Schulung kennenlernen. Hier die Spiegelfunktion
damit dieselbe Form auf der anderen Seite steht. Und dann kann ich hier auf die Plus-Taste definiere hier noch eine andere Breite. Sowie auch noch hier eine. Und dann schaut mein Ring so aus. Und der Vorteil von einem Palmet-Ring, ich kann hier doppelklicken, kann die Definition von meiner Kurve auch noch bestimmen, indem ich hier Veränderungen durchführe oder auch den Gesamtwinkel verändere und neu berechne. Zu einer weiteren neuen Funktion. Ich beginne immer von vorne, damit wir hier keine weiteren Beispiele haben. Ich habe hier Super Facettenring. Auch hier sehen Sie, so ein Ring ist schwierig zu erstellen. Wir haben hier einen parametrischen Ring erstellt, wo Sie nur lediglich die Anzahl der Duplikationen hier festlegen. Sie nach oben scrollen mit ihrer Maus und sie wird automatisch angepasst und die Breite können wir auch noch definieren, falls wir einen schmaleren Ring erstellen wollen. Und es macht auch Spaß, so zu arbeiten und es funktioniert auch super schnell. Genauso auch noch die Ringweite, falls man die anpassen möchte. Also ihr merkt es, durch die Funktion haben wir vieles vereinfacht. Dann springen wir zu einem nächsten Beispiel. Das ist hier die Funktion Einstellung der Haarspange. Hierzu öffne ich ein Beispiel. Hier haben wir lediglich, ich verstecke kurz den Rechteck, zwei Krabben und einen Quader abgerundet. Ich wähle jetzt die Krabben aus und klicke lediglich auf die Einstellung der Haarspange-Funktion. Und sie erstellt mir einen Memory-Ring mit den Haarspangen, die ich in der Breite hier definiert habe. Die kann ich auseinanderziehen und dann könnte ich die Krabben auch noch anpassen. Wir haben hier viele weitere Veränderungen noch. Wir können hier die Steinform verändern und den Versatz der Ebene. Aber was ich hier toll finde, ist, wir können hier noch statt Prongs können wir irgendein Objekt, den wir definieren, zum Beispiel hier. Könnten wir auch mit der Form arbeiten. Das heißt, ich habe statt Krabben, habe ich dann den gerundeten Quader. Und dann schaut es so aus. So, zu der nächsten Funktion haben wir hier Reize. Mit der Reize-Funktion dient es als Anhänger, zum Beispiel, Entschuldigung, zum Beispiel für, ich zeige es Ihnen einen Moment, wir fangen hier einmal ein neues Beispiel an. Wir klicken einmal hier auf für Armbänder. Ne? Genau, richtig. So ein bisschen für Pandora, das Wort habe ich gesucht. Ich habe hier ein Beispiel. So, hier habe ich zum Beispiel einen Anhänger mit einer Herzform. Wenn ich hier doppelklicke, auch hier haben wir schon welche vordefiniert, zum Beispiel einen Stern oder andere Formen. Und die können wir auch noch verändern in beliebige Größe oder auch in Breiten sie auseinanderzerren. Falls ich möchte, könnte ich unter Custom meine eigene Form erstellen und die hier hinzufügen. Die nächste Funktion wäre Armreif. Wir haben
Weil die Anfrage für einen Armreif da war, haben wir eine Funktion für einen Armreif erstellt, indem wir hier nur lediglich draufklicken. Dann wird uns ein Armreif dargestellt. Auch hier können wir die Form festlegen mit Innenbombierung. Oder auch beidseitig. Falls wir möchten, können wir auch eine Öffnung hier festlegen. Gesamtwinkel, zum Beispiel 40 Grad. Und Sie sehen hier, habe ich die Möglichkeit, die Öffnung festzulegen und anschließend zu bestätigen. Genauso haben wir in dieser Funktion auch die Möglichkeit, den oberen Bereich zu definieren. Die Breite haben wir jetzt zum Beispiel hier 25 und den unteren Bereich wollen wir ein bisschen schmaler haben. Also könnte ich hier 15 eingeben und bestätigen. Genau, das waren ein paar neue Funktionen und es gibt viele weitere. Und wir springen jetzt zum nächsten Punkt. Ja, super, danke, Nedjad. Das ist echt interessant, was es alles Neues gibt in 3Design. Das ist echt vereinfacht, glaube ich, das Leben, diese neuen Funktionen. Jetzt zu Verbesserungen, weil halt unsere Anwender unglaubliches Fachwissen und Ideen haben, versuchen wir ihre Träume wahr zu werden. Und seit mehr als 20 Jahren geben uns unsere Kunden eben ihre Wünsche für Verbesserungen mit auf den Weg. Wir machen das Beste daraus und in der V10 gibt es eben 80 Funktionserweiterungen, die direkt von 3Design-Anwendern kommen. Kannst du uns da ein bisschen was zeigen? Gerne. Das war richtig definiert, ein bisschen. Wir fangen an mit Icons. Das heißt, wir haben jetzt unsere, ihr seht es ja auch schon, die V9-User, dass wir die Icons geändert haben. Das heißt, wir haben da eine andere Technologie dahinter gesetzt, damit die neue Bildschirme, 4K, 5K-Bildschirme, auch die Darstellung angepasst werden. Und also haben wir hier neue Darstellung, neue Technologie dahinter. Das nächste ist hier links im Strukturbaum haben wir eine Suchleiste hinzugefügt. Das heißt, Sie kennen das bestimmt auch, gerade wenn man jetzt ein Beispiel, ich öffne eine Datei mit viel Inhalt drin, zum Beispiel den Toucan, unser Maskottchen. Und wenn ich hier auf die Plus-Taste klicke, Sie sehen, da hat man einen ziemlich langen Strukturbaum. Und wenn man was sucht, haben wir jetzt die Möglichkeit gegeben, dass man hier eine Suchleiste hat und direkt die Funktion aufzusuchen. Das andere ist, wir haben jetzt die Position der Anzeige, also hier sehen Sie also einen kleinen Geist, haben wir jetzt nach vorne verschoben. Das heißt, wenn ich mein Bild hier als Beispiel anzeigen möchte, schaut es hier so aus. Da haben wir so ein Augen-Icon. Und wenn ich einmal draufklicke, habe ich hier einen Geistzeichner und eine Schneeflocke. Die befindet sich jetzt vorne dran, damit wir nicht mehr nach hinten scrollen müssen, weil uns viele Nutzer gesagt haben, die hätten gerne das vorne gesehen. Und wir haben das umgesetzt. Das andere ist, wir haben jetzt unten in der Bibliothek, Sie sehen schon unten, haben wir so eine blaue Leiste. Wo ich mich mit meiner Maus bewege, bewegt er sich mit. Wenn ich dem nach oben ziehe, wir hatten vorher ein bisschen Schwierigkeiten, das hochzuziehen. Jetzt funktioniert es super. Sie sehen, kein Problem. Und auch hier in der Bibliothek haben wir jetzt eine Suchleiste. Auch hier können wir jetzt unseren Stein, unser Projektring oder sonstiges aufsuchen und wird sofort dargestellt. Außerdem haben wir noch hinzugefügt die Bilderdarstellung. Das heißt, die haben wir auch optimiert. Als Beispiel habe ich hier jetzt meine Ringserie hinzugefügt und habe meinen eigenen gerenderten Bild hinzugefügt oder selber abfotografierter Bild können wir auch hinzufügen. Damit aber für die Kunden das toller ausschaut oder dass wir die Details besser sehen, die Unterschiede, haben wir hier rechts auch noch die Möglichkeit, die Größe der Bilder festzulegen. Falls man so arbeiten möchte, gerade für die wegen den Kundenpräsentationen oder auch hier zu meinen Special Rings, ein bisschen ausgefallenere Ringe, wie das dann ausschaut.
Ich habe aber auch, Sie haben aber auch die Möglichkeit, echte Bilder, die Sie fotografieren, zum Beispiel von Ihren Steinen hinzuzufügen, so wie ich hier als Beispiel. So, das zum Bibliothek, was wir verbessert haben. Dann haben wir den Rechtsklick. Wenn ich hier, ich nehme jetzt einen neuen Beispiel, zum Beispiel diesen Ring. Wenn ich hier rechtsklicke und ich habe hier eine Funktion angewendet, habe ich die Möglichkeit, die Funktion nochmal anzuwenden. Das heißt, ich sehe immer hier meine wiederholte Funktion und bis zu zehn Funktionen können wir hier ansetzen, die wir immer wiederholen. Das heißt, wenn ich jetzt zuletzt hier was ausgeführt habe, wie eine boolesche Operation, wird die mir immer als zuletzt hinzugefügt. Und damit wir nicht immer hier jetzt rechtsklicken müssen, haben wir die Möglichkeit, diese auch in Shortcuts hinzuzufügen. Das heißt, wenn ich hier bearbeite und ich habe hier eine Wiederholung, kann ich den hier aktivieren und kann ihn zum Beispiel festlegen mit der Y-Taste. Und dann wird die Funktion immer wiederholt. Das andere ist, wir haben jetzt eine Funktion, die nennt sich Topology. Auch hier zeige ich einen anderen Beispiel. Nehmen wir hier unseren Herzen. Wenn ich den darstelle, so. Ich möchte gerne als Topology arbeiten. Die Anfrage war groß für einen Topology-Ansicht. Was heißt Topology-Ansicht? Wenn ich rechtsklicke und hier auf Topology-Anzeige klicke und sie aktiviere, dann habe ich so eine Darstellung, damit ich auch jede der Kante oder Detail mir ansehen kann. Wir haben aber auch die Möglichkeit, eine Farbe der Topology zu vergeben. Das heißt, wir klicken hier Rechtsklick und Farbe der alternative Topology-Anzeige erstellen und zum Beispiel als rosa darzustellen. Und so kann ich jedes einzelne Teil mit Farben vergeben, um eventuell zu definieren, welche Teile zusammengehören. So, dann zu den nächsten Verbesserungen. Also es sind viele Verbesserungen. Ich hoffe, ich zeige euch genügend ausreichend Verbesserungen. Die nächste Verbesserung ist Verschieben. Das heißt, wenn wir einen neuen Ring zum Beispiel öffnen, hier in meinem Beispiel, ja, öffne ich den nochmal. Sie wollen was verschieben. Wir haben es verändert und wollten alles in einer Ansicht verschieben. Als Beispiel, ich gehe hier unter Werkzeugmodule und habe die Positionsfunktion Verschieben, Drehen, Skalieren. Wenn ich die auswähle, kann ich die in der Ebene verschieben, skalieren. Rotieren und als Gesamtes skalieren. Das heißt, wir brauchen hier nicht mehr zwischen den Fenstern zu springen, sondern wir können optisch hier gleich verändern. Natürlich, wenn Sie Maßangaben angeben wollen, ist das hier auch möglich. Dann können Sie verschieben genau zu der Position. Das Tolle ist aber hier, wenn wir verschieben, sehen wir unser Ausgangspunkt und können von dort aus alles definieren. Oder auch, den Box haben wir auch optimiert, falls Sie hier den viereckigen Box festhalten, wo Sie frei bewegen können, sehen Sie auch den Ausgangspunkt und können hier dementsprechend verschieben. Dann haben wir eine schöne neue Verbesserung, auf die ich gewartet habe. Das ist die Pavé-Funktion. Sie sehen jetzt hier an meinem Ring, Entschuldigung, an meine Blüte habe ich ein Pavé gesetzt.
und die sieht ziemlich bunt aus. Wieso sieht sie bunt aus? Wir haben die Pavé-Funktion optimiert. Wir haben uns gedacht, wie können wir definieren, dass die Steine man sofort erkennt, was für eine Größe sie hat. Das heißt, wir haben die Steine eine bestimmte Farbe vergeben, damit wir gleich erkennen, ah, okay, das ist jetzt zum Beispiel 1 Karat und das ist 0,8 Karat und wir definieren es gleich in Zahlen oder Farben. Das kann man hier aktivieren oder deaktivieren. Außerdem haben wir noch aktiviert, falls man weitere Steine hinzufügt, dass man den Abständen zu den anderen Steinen auch noch sieht und somit selber frei definieren kann. So ein bisschen wie ein Netz. Und den Abstand können wir gleich hier einsehen. Und Sie sehen hier, wenn ich jetzt zum Beispiel 1 mm Durchmesser Stein hinzufüge, hat sie sofort die Farbe von den anderen Steinen. Und somit habe ich eine schöne Übersicht und weiß genau, ah, okay, hier habe ich meinen 1 mm Durchmesser Stein. So, das waren ein paar Neuheiten. Dann springen wir zu einem neuen Punkt bei der Präsentation. Leistungsstärke. Genau, danke Nejat. Sehr interessant, alle Verbesserungen, vor allem die letzte mit den Paves, die finde ich immer sehr beeindruckend. Bei der Leistungsstärke, ja. Unter Verwendung der neuen Hardware- und Softwareentwicklungstechnologien haben wir für Sie eine leistungsstärkere und schnelle Version von 3Design entwickelt, die es Ihnen ermöglicht, ohne Einschränkungen zu entwerfen und alle Funktionen der Software zu benutzen. Die Navigation wurde eben flüssiger erstellt. Man kann leichter von einer Funktion auf die andere gehen. Die Neuberechnung wurde eben im Konstruktionsbaum optimiert. Auch an manchen Funktionen automatische Neuberechnung. Das haben Sie eben gesehen nach den Beispielen, die NetChat gezeigt hat. Eben auch das Starten von 3Design ist jetzt innerhalb von 4 Sekunden gewährleistet. Natürlich, wenn Sie die technischen Voraussetzungen vom Computer beigehalten haben und die Maschinen haben, die schnell sind. Und eben, wie gesagt, allgemein wurde innerhalb von 3Design im Code ein bisschen aufgeräumt und deswegen ist es allgemein eben schneller geworden. 3Design, die Neuberechnungen, die modischen Funktionen und ja, und viele Sachen wurden innerhalb ein bisschen also verschnellert, damit es für Sie schöner ist zu benutzen und die Nutzung eben mehr Spaß machen. Zum nächsten Thema, Superbenutzer. Wie schon erklärt, wir wollten in 3Design V10, dass sie ein Teil auf V10 sind von 3Design. Wie Sie schon gesehen haben, Sie können in Optionen selber anpassen und selber Ihr 3Design so kreieren, wie Sie das möchten. Und halt eben unter Superbenutzung erhöhen wir eben ihre Freiheit, indem die 3Design-Software-Benutzer eben so 3Design benutzen können, wie sie es wünschen. Entwickeln Sie dank der neuen Features Ihre Lieblingsfunktionen, Ihre eigenen Features und Ihre eigenen Prozesse, um eben einzigartige Werkzeuge zu erstellen, die Ihre Ideen und Ihre Fantasie gerecht werden. Vielleicht kannst du uns da was zeigen, Nejat. Genau, ich zeige einen kurzen Überblick über die Funktion. Also, das war jetzt schön gesagt, wir können unsere eigenen Werkzeuge erstellen. Das sagt schon alles aus, wir können eigene Werkzeuge erstellen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, solche Funktionen wie hier über den Zeichen dargestellt, das sind ja alles unsere neuen Werkzeuge und die wurden hier mit Super Action erstellt. Und das heißt, Sie können selber diese Funktion erstellen. Das, was ich Ihnen dargestellt habe mit den Funktionen, alles, das wurde mit dieser Funktion erstellt. So, ich zeige Ihnen ein Beispiel. Ich hoffe, das ist ein klarer Beispiel. Wenn wir in Super Action, wir beginnen mal von vorne. Beim Super Action muss man sich überlegen, okay, ich muss erstmal einen eigenen Prozess haben und diesen Prozess füge ich hier hinzu und der ist abgespeichert und damit kann ich dann diesen Ring für die Zukunft immer wieder erstellen. Wie gehe ich davor? Nehmen wir an, ich habe hier eine Kugel. Die positioniere ich hier mittig, Durchmesser 5 mm, zentriere sie in der Mitte und bestätige. Dann hole ich mir eine Ringweite.
Ich möchte die Kugel vervielfältigen an der Ringweite. Die Ringweite könnte ich auch noch in eine bestimmte Größe festlegen, 54, ein bisschen größer. Wähle meinen Ring aus, wähle die Vervielfältigung aus, kreisförmige Vervielfältigung, und dann gehe ich hier unter Werkzeug entlang einer und sie wird vervielfältigt. Jetzt kann ich hier eine fixe Anzahl festlegen. Nehmen wir an so. Ich bestätige und damit es jetzt passend für meine Ringgröße ist, muss ich sie auch noch aufschneiden. Also wähle ich, erstmal muss ich sie miteinander verbohlen. Im Moment sind es einzelne Kugeln. Also klicke ich hier auf boolesche Operation plus, damit sie zusammen verschmolzen werden. Und jetzt habe ich hier meinen Ring. Den will ich noch ausschneiden. Hierzu habe ich eine Funktion, die nennt sich auf Fingergröße ausschneiden. Hier kann ich trotz meiner Größe von meinem Ringfinger kann ich hier auch noch anpassen, was für eine Größe ich haben möchte und danach bestätigen. So, das war mein Prozess. Das heißt, mein Prozess soll so sein, dass ich ein Objekt, egal einen beliebigen Objekt in der Mitte hin machen kann und die wird dann vervielfältigt, kreisförmig und dann soll sie ausgeschnitten werden, passend zu meiner Ringgröße. Diesen Prozess füge ich jetzt hierzu beim Super Action. Ich klicke einmal hier drauf. Ich öffne mal hier eine bestehende. Das sieht halt dann so aus. Ich klicke jetzt mal hier drauf und öffne hier mein Fenster. So. Und dann schaut es hier so aus. Vielleicht ist es ein besserer Überblick, wenn ich hier ein ganz neues starte. Zum Beispiel haben wir hier ein leeres Feld. Wir beginnen hier ganz links. Wir müssen von Historie was hinzufügen. Das ist erstmal unsere Ringweite. Und dann auf Fingergröße hinzufügen. So, das ist meine Historie, die ich jetzt hier hinzugefügt habe. Was benötige ich von der Historie? Das heißt, einmal soll ich die Möglichkeit haben, die Ringweite zu verändern. Also nehme ich von den Eigenschaften und schiebe sie hier rüber. Die Ringgröße. Dann die abgestufte Vervielfältigung. Was möchte ich dort ausgewählt haben? Ich möchte immer meine eigenen Objekte auswählen und die vervielfältigen. So, was will ich noch in Auswahl haben? Auf Fingergröße ausschneiden brauchen wir nicht. Die Ringweite haben wir definiert. Also zum Beispiel für die Funktion will ich nur zwei Eigenschaften haben. Mein Objekt auswählen und meine Ringgröße definieren. Und danach speichere ich die ab. Definiere hier noch einen Namen und speichere die ab und das wär's. Und dann schaut die Funktion, die ist jetzt hier schon fertig, die Funktion schaut dann so aus, dass ich hier, ich gehe mal hier auf ganz neu, dass ich hier draufklicken kann und dann öffnet sich das Feld, wo ich definiert habe, okay, was dürfen die ändern? Die dürfen die Ringweite ändern. Das Objekt wird hier geändert. Hier ist zum Beispiel eine Sphäre, eine Kugel. Und hier noch ein paar Anpassungen, dass ich definieren kann, mein Objekt. So, dann bestätige ich. Jetzt möchte ich gerne mein eigenes Objekt hier hinzufügen. Also nehme ich hier zum Beispiel einen Zylinder. Füge meinen Zylinder hier zu, definiere den in eine bestimmte Größe. Lege den jetzt noch in eine andere Ebene. Zentriere ihn in der Mitte. Verschiebe den ein bisschen zur Mitte. Und eventuell vom Durchmesser machen wir ihn ein bisschen größer und bestätigen. So, jetzt möchte ich den hier vervielfältigt haben. Also klicke ich einfach hier bei Ring aus Objekt und wähle statt den Sphäre, wähle ich jetzt meinen bestehenden Zylinder und bestätigen. So, und jetzt sehen Sie, so schnell funktioniert es. Das heißt, so erstellen Sie eigene Funktionen, wo Sie dann definieren können, dass Sie eigene Objekte auswählen können und der Ring sich automatisch anpasst. So, ich hoffe, ihr habt dann eine schöne Übersicht gehabt bezüglich Super Action. Es gibt da viele weitere Möglichkeiten, aber das war die einfachste. So, dann springen wir zu dem nächsten Thema. Ja, danke, Necdet. Sehr interessant. Wie wir sehen,
3Design V10 hat einfache Funktionen, die einem wirklich das Leben verleichtern. Und wenn man ein bisschen mehr Experte ist und selber seine Prozesse definieren möchte, kann man diese Superbenutzer-Aktion benutzen. Und das ist das Interessante daran, dass sozusagen 3Design eigentlich für jeden Benutzer eben benutzt werden kann. Zu dem nächsten Thema. 3D Safe, weil eben ihr Fachwissen im Bereich Schmuckdesign sehr, sehr wertvoll ist und niemand das andere ihnen abwenden sollte, haben wir eben den 3D Safe entwickelt. Das ist ganz neu auf dem Markt und einzigartig bei 3Design verfügbar. Der 3D Safe ist das richtige Werkzeug, um sicherzustellen, dass niemand ihre Ideen und Arbeit entwenden kann, indem ihre Datei mit einem persönlichen digitalen Safe verschlüsselt werden. Jetzt können Sie Ihre Dateien mit Urheberrechtsschutz versehen und selbst entscheiden. Kannst du kurz die nächste Slide zeigen, Nejat? Ja, Entschuldigung. Hier in dem Video sehen wir eben, angenommen, Sie haben einige Dateien, die möchten Sie nur mit Ihrem Kollegen teilen und Sie definieren, welche Dongle-Nummer, das heißt auf Ihrer Lizenz. Bei 3Design bekommen Sie einen Dongle mit, das ist ein USB-Stick, da steht Ihre Lizenznummer drauf und Sie können definieren, welche anderen Lizenzen denn bestimmte Dateien öffnen können und eben andere nicht. Und ich denke, das ist sehr wichtig heutzutage, um eben seine Dateien zu beschützen. Vielleicht kannst du das ein bisschen zeigen, Nejat. Genau, ich zeige das. Das heißt, wenn Sie jetzt ein Objekt haben, wo Sie sagen, das möchte ich schützen gegen andere oder jetzt sind meine Ideen, gehe ich hierzu unter Datei statt zu exportieren als STL, klicke ich hier, dass ich sie abspeichern möchte als 3D-Safe. Wichtig zu wissen, unsere Format wird abgespeichert. Das heißt, VTF steht für unsere Format und die wird dann geschützt. Wenn ich hier draufklicke, sehe ich hier oben erstmal meine Lizenznummer. Wenn ich jetzt die 3D-Safe aktiviere, dann wird meine Lizenz hinzugefügt. Nur für diesen Modell. Also wir reden nur für diesen Modell, machen wir eine bestimmte Lizenzierung. Ich kann hier jetzt weitere hinzufügen, zum Beispiel von Dienstleister. Ich füge mal hier eine Nummer, weitere Dienstleister oder der Kollege oder die Frau. Und die kann ich dann hier freigeben, dass nur die auch öffnen dürfen. Jetzt nehmen wir an, Sie haben einen weiteren Ring und Sie wollen immer, dass die bestimmte Personen es immer öffnen dürfen, aber Sie wollen nicht jedes Mal ich sag mal, diese Lizenznummern angeben. Also können Sie diese Liste exportieren als CSV und dann später importieren und dann sind die Kollegen oder die Kontaktpersonen beinhaltet mit dem Lizenznummer, die auch nur öffnen dürfen. Genau, das war's. Mehr muss man darüber nicht wissen. Ich wechsle wieder zu unserer Hauptseite. Ja, super. Ich glaube, wir haben Ihnen viel heute gezeigt über 3Design V10, 3Design im Allgemeinen. Ich hoffe, es war interessant. Wie gesagt, Sie können uns gerne für mehr Fragen kontaktieren oder auf unsere Internetseite gehen, 3design.com, und uns kontaktieren direkt, wenn Sie Fragen haben. Und ja, vielleicht, wenn Sie jetzt noch Fragen direkt haben, können Sie die in die Fragebox reinschreiben. Die werden wir dann beantworten. In der Zwischenzeit zeigen wir Ihnen noch ein paar wichtige Webpages, die wir erstellt haben für Sie. Als Einsteiger oder Umsteiger auf V10 haben wir die Willkommenseite erstellt, wo eben Schritt für Schritt Ihnen erklärt wird, wie man mit V10 arbeitet. Eben die ersten Schritte, grafische Parameter, Tutorials und sonstige Dinge, eben mit einer kleinen mit einem Einführungsvideo. Wie benutze ich das Maus und Keyboard und eben verschiedene Parameter, grafische Parameter. Sehr hilfreich, um eben sofort mit 3Design V10 anzufangen und auch eben mit Tutorials, um sich ein bisschen einzuarbeiten und unseren anderen Vorteilen wie die fürs Forum, Training Lounge, Installationshilfe, ja, und wie Sie uns kontaktieren können.